Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Mit krassen Neuigkeiten. Keine große Einleitung. Mio ist da. Okay, noch nicht ganz, aber Ende der Woche. Zwei Neuigkeiten, die miteinander verknüpft sind. Und zwar, Mio kommt und Quests kommen. Und durch die Quests kann man Mio freischalten. Ich lese einfach mal erstmal vor und dann unsere Meinung und unsere Theorien dazu dann. Trainer führt wichtige Pokémon-Forschungsprojekte durch. Also es gibt zwei Forschungsprojekte, aber mehr dazu gleich. Also Trainer. Auf der ganzen Welt geschehen momentan seltsame Dinge. Und Professor Willow sucht Trainer, die ihm dabei helfen herauszufinden, ob das mysteriöse Pokémon Mew etwas damit zu tun hat. Bam! Mew! Endlich! Gen 1 Pokédex? Nicht komplett. Tauros fehlt noch. Aber der müsste dann hoffentlich auch bald kommen. Wenn nicht, dann ab nach Amerika. So, wo war ich? Diese Forschungsprojekte werden Ende dieser Woche weltweit für Trainer freigeschaltet. Um genauer zu sein, am 30. Freitag ist sogar ein Feiertag. Keine Arbeit, keine Schule. Auf geht's, Quests. Richtig saftig. Es gibt zwei verschiedene Arten von Forschungsprojekten, habe ich gerade angesprochen, an denen du mitarbeiten kannst. Feldforschung und Spezialforschungsprojekte. Okay. Dreh die Scheiben in Pokéstops in deiner Nähe, um Feldforschungsprojekte zu erhalten. Also du drehst die Stops und dann erhältst du wahrscheinlich die Quest. Nehme ich mal an, also Quest ist dieses Feldforschungsprojekt. Dann werden dir Aufgaben zugewiesen und du musst zum Beispiel bestimmte Pokémon finden und fangen oder an Kämpfen teilnehmen. Unten gibt es dann ein paar Bilder, ein paar Beispielbilder. Dann kann man sich das genau besser vorstellen, was damit gemeint ist mit bestimmte Pokémon fangen. Ich habe zum Beispiel ein Bild gesehen, fang ein Drachen-Pokémon. So, wo waren wir? Professor Willow kann dich außerdem mit Spezialforschungsprojekten beauftragen. Okay. Und nimmt dich mit auf ein Abenteuer, das mit spannenden Entdeckungen verbunden ist. Das ist interessant. Du hältst für beide Arten von Forschungsprojekten Belohnungen. Zum Beispiel verschiedene nützliche Items. Okay. Und ich habe die Items gesehen. Und die sind echt nützlich. Da waren Sonderbonbons mit dabei. TMs. So. Oder Begegnungen mit bestimmten Pokémon. Das ist auch eine Belohnung. Zum Beispiel jetzt eben, wie gesagt, Mew. Aber auch, da steht auch allgemein nur legendäre später irgendwo. Also wenn du die Quests erfüllst, dann triffst du auch legendäre Pokémon. Und Mew ist ja nicht legendär, Mew ist ja mystisch. Auf Englisch heißt es mythical. Du kannst jeden Tag an so vielen Forschungsprojekten teilnehmen, wie du möchtest. Und dein Leben dadurch zu einem Abenteuer machen. Oder auch bekannt als Durchsuchten. Aber okay, diese Projekte haben verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das ist interessant. Dabei gilt, je größer die Herausforderung eines Forschungsprojekts, desto größer ist auch die Belohnung. Perfekt. Du kannst pro Tag einen Stempel erhalten, indem du mindestens ein Feldforschungsprojekt abschließt. Wenn du 7 Stempel erhalten hast, kann es sogar sein, dass dir ein Forschungsdurchbruch gelingt und du noch bessere Belohnungen erhältst. Möglicherweise begegnest du sogar einem legendären Pokémon. Das heißt, jeden Tag musst du mindestens ein Projekt abschließen, eine Quest. Und nach 7 Tagen erhältst du eine klasse Belohnung, möglicherweise ein legendäres, dem du begegnest. Also ist kein Raid. Das heißt, du kannst wahrscheinlich deine normalen Bälle verwenden. Ist halt dann blöd, wenn man keine Bälle hat, so wie ich momentan. Aber mehr dazu hoffentlich demnächst. Und das sind immer noch die Feldforschung. Also zu diesen Spezialdingern, Spezialforschungsprojekten wird nicht viel erzählt. Die bleiben noch ein Geheimnis. Also die interessieren mich auch vor allem. Forschungsprojekte stellen interessante Herausforderungen dar, durch die du deine Fähigkeiten beim Finden, Bekämpfen und Fangen von Pokémon verbessern kannst. Genau. Wir freuen uns auf deine Beiträge zu spannenden Pokémon-Forschungsprojekten und auf deine Berichte über die spannenden Abenteuer, die du unterwegs erlebst. Los geht's. So, schalten wir kurz rüber auf die englische Version, weil die englische Version hat auch noch Beispielbilder. So. So. Da haben wir das erste Bild. Mach's mal ein bisschen größer. Da sieht man dann unten rechts dieses Symbol. Da wo zum Beispiel die Raids sind, gibt es dann auch noch dieses Fernglas. Das sind dann die Missionen, Quest. So. Und so sieht das dann aus. Wenn man 7 gemacht hat, geschafft hat, dann gibt es diese Kiste anscheinend. Und für jeden Tag einen Stempel. Zum Beispiel hier, fang ein Drachen, 2 Sonderbonbons. Gewinn 3 Arena-Kämpfe, 3 Hypertränke. Gewinn 3 Raids und ein TM. Naja. Gibt es bestimmt noch andere Belohnungen. Und die legendären, das interessiert mich halt. Dieses nach 7 Tagen. Da zum Beispiel. Da kriegst du Sternstaub, mysteriöse Items und ein Pokémon.
Also nach 7 Tagen, dann kommen auf jeden Fall ein paar krasse Sachen. Also ich bin echt gespannt drauf. Und dann gibt es hier noch was Besonderes. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Eine mythische Entdeckung. Dreh 5 Stops, okay. Fang 10 Pokémon, kein Problem. Und verschicke 5 Pokémon, auch kein Problem. Achso, das sind diese Special Research Dinger. Ah, da unten. Field und Special. Und dann gibt es sowas, so eine Art Story-Modus, was echt cool ist. Zeit für Story, weil bisher war es echt langweilig, einfach nur zu farmen. Farm ohne einen Grund. Aber jetzt mit der Story, ich bin gespannt. Also das sind echt die krassesten News seit langem, seit sehr, sehr langem. Ich bin so gehypt. Momentan war es ja echt richtig öde. Echt nur Motivation. Zu viel Staub habe ich gehabt. Zu viel EP. 200er Mewtwo. Da gab es echt nicht mehr viel Grund zu spielen. Aber das hypt mich auf jeden Fall. Noch ist nicht allzu viel bekannt. Wir werden es dann die Woche sehen. Spätestens dann am Freitag, wenn es losgeht. Und dann 7 Tage danach, wenn die erste Stempelwelle freigeschaltet wurde. Die erste Kiste, wie auch immer man das nennen will. Bis dahin können wir nur spekulieren und uns darauf freuen. Ich freue mich richtig drauf. Ich bin gehypt. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Erstens, Mew kommt. Zweitens, Crest kommt. Eure Meinung, euer Feedback unten in die Kommentare. Und das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.